Ja, hallo Freunde, für ein weiteres Video. Heute habe ich mir mal die Frage gestellt: Was ist eigentlich das nervste Item bei Luigi's Mansion 3? Ja, ihr wisst ja, dass bei Luigi's Mansion 1 ist ja der Game Boy Horror und bei 2 ist ja der DS, weiß nicht, ob der gebaute DS Horror, glaube ich, heißt er. Und ich habe mir einfach so gefragt: Ey, was wird das nächste sein? Wird es irgendwie eine Switch sein? Oder wird es irgendwie die Wii U sein? Also das Gamepad. Kann möglich sein. Vielleicht ist es ja den 3DS, was sie vielleicht reinnehmen als Feature. Weiß man ja nicht. Also, wenn ihr es wisst, schreibt mir das bitte unten mal rein. Und das ist ja wie gesagt meine kleine Theorie. Also ich denke mal als Theorie, dass es vielleicht ein 2DS wird sein oder der 3DS. Ich könnte ja selber auch mitspekulieren. Und ich denke auch, dass der Professor Igidigit dabei ist. Wenn ihr die ersten zwei gespielt habt, wisst ihr es. Und sonst war nicht auch nicht so schlimm. Ich habe mir mal vor ein paar Tagen den ersten Teil noch geholt. Es war schweineteuer, aber es ist mega lustig. Auf dem 3DS. Ich habe zwar einen 2DS, aber egal. Aber das Spiel macht Fun. Und was ich mich auch gefragt habe, ist noch, kann man eigentlich Luigi's Mansion auf der Switch auch mit einem Controller spielen? Oder muss man das mit einem Joy-Con spielen? Also, ja, das ist aber so ein bisschen, wie gesagt, meine kleine Theorie dazu. Und ja. Ich weiß ja nicht, was eure Meinung dazu ist. Also bitte schreibt es mir rein. Es würde mich echt wundern nehmen, was sie alles neu verändert habt. Vielleicht ist ja auch ein Zwei-Spieler-Modus drin, wie bei Luigi's Mansion 1 und 2 auf dem 3DS. Vielleicht ist es auch die gleiche, auch wieder so Villa, wo du musst verschiedene Art von Geister besiegen. Ja, auch so Rätsel. Das wird sicher geil werden. Aber ja. Joystick wäre noch interessant. Also ich würde es feiern. Und dass vielleicht ein zweites reingenommen haben, das wäre eine echt lustige Theorie. Weil ich denke mir, also gut, ein zweites wird sich jetzt immer besser einterpretieren. Ich meine, aber sie haben ja bei Luigi's Mansion 2 auch den DS reingenommen. Und gut, ähnlich beim Gameboy denke ich nicht, aber ich denke jetzt meine Theorie über das Spiel, dass sie vielleicht ein DS, eine DS-Kategorie reinnehmen. Weil die Wii U Gamepad, naja, wäre vielleicht nicht so akzeptabel. Ich denke eher den 3DS. Wir sind entweder den 3DS oder den 2DS. Weil für mich würde das immer noch mehr Sinn machen. Aber wie gesagt, wenn eure Meinungen bitte unten in die Kommentare, weil das würde mich mal echt interessieren, was ihr dazu meint oder was ihr da allgemein davon haltet. Ja, das war's wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Wenn du kein Abonnent bist, bitte abonniere mich, das würde mich mega freuen. Wenn du ein Abonnent bist, dann aktiviere die Glocke, das würde dir mega viel helfen, dass du jede Benachrichtigung kriegst. Wie gesagt, lass, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Bitte folgt mir auf Twitter und Instagram, das ist in meinem Titelbild über den Abonnier-Button verlinkt. Das ist auch mein Zweikanal verlinkt, Simulator-LP. Schau bitte dort auch mal vorbei, was ich denn sonst für Videos gemacht habe. Und sonst schaut sonst auf meinem Kanal vorbei, was ich sonst für Videos gemacht habe. Beim Simulator-LP würde mich auch mega freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ciao, Leute!